feiern 3 Tage lang das, was uns verbindet. Sichere dir jetzt Tickets für die Polaris Convention 2023. Hallo und herzlich willkommen hier auf eurem absoluten Lieblingskanal, wenn es um Cocktailmixen geht. Wir schauen heute Anni und einer ganz mysteriösen Person unter einer Tüte zu, wie die Cocktails mixen. Im Titel steht Brammen, aber ist es wirklich Brammen? Vielleicht ist es auch Scarecrow. Sehen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Okay, heute kochen wir wieder was. Wir machen heute Cocktails mit ChatGPT. Aber erstmal geht es um den Gast. Meine lieben Freunde, eine Gaming-Legende. Aus einem. Ja, was machst du noch? Sonst nix. Meine lieben Damen und Herren, Chris! Woo! Wir haben Brammen mit am Start, falls ihr die verwechseln solltet. Wir sehen auch fast gleich aus. Ihr seht also 1:1 eigentlich. Ja. Wir machen heute. Das ist ein wildes Foto von Dennis. Ich dachte mir, wenn wir uns heutzutage auf eine moderne Art und Weise besaufen möchten, ja. Wie machen wir das am besten? Wir schmeißen Geld raus und lassen einen professionellen Cocktailmaker kommen, setzen uns einfach nur hin und sagen: Ich habe dich bezahlt, mach mir ein geiles Getränk. Wenn wir keine überreichen Snobs sind, würden wir aber uns ChatGPT selber mixen. Ja. Wir überlegen uns geile Cocktailnamen, sagen die ChatGPT und ChatGPT soll uns dann ein Rezept für verschiedene Cocktails machen. Und du hast mich ja wirklich schon vor langer Zeit gefragt und seitdem habe ich einen Gedanken im Kopf. Ehrlich? Direkt instant die ganze Zeit gehabt. Ja? Ja. Oha, okay, dann lass uns direkt loslegen. Wie heißt der? Banger Race. Banger Race? Natürlich! Hier ist ein Rezept namens Banger Race, Zutaten. Okay, Paul, was glaubst du, was ist. Oh, es steht schon da, schade. Ich wollte gerade fragen, ja. Paul, was glaubst du, kommt in den Banger Race rein? Ich weiß es aber nicht. Aber das ist. Was? Wodka, Limettensaft, aber die O-Saft? Idee ist mega gut. Hä, das ist doch. Haust du noch ein bisschen Boys Blue rein, ist grüne Wiese oder was? Ja, aber die Idee ist trotzdem gut. Ach, die Idee ist gut. Geil okay, mit Wodka. Wodka, Limettensaft, oh, Cranberry-Saft, Eiswürfel, Limettenscheibe. Oh, das wird aber sauer. Mit sogar der Zubereitung. Alter, das ist ja 10 von 10. Ich bin jedes Mal überrascht, wenn wir das machen. Finde ich gerade mega cool. Ich bin total schockiert. Ja, geil. Okay, was seid ihr noch? Ja, wer braucht eigentlich noch Barkeeper, die sich was kreativ ausdenken? Ja, das finde ich cool. Also, den würde ich nehmen. Ich finde den tatsächlich sexy und ich mag Wodka als Grund. Ich finde es schön, dass ChatGPT wusste, dass ich Wodka mag, obwohl ich dem das nicht gesagt habe. Interessant. Ich bin aber, also der nächste Name. Ich hätte gerne einen. Ach, Orangenlikör, nicht Orangensaft. Ach so. Mm. Okay, jetzt wird es wieder interessant. Love Potion. Aber es gibt was Kreatives. Ja, oh, Love Potion. Was wird in Love Potion drin sein? Steht da auch schon. Ah, steht auch schon da. Verdammt, Alter. Aber okay, guck mal, den verstehe ich tatsächlich. Ne? Also Himbeer, ne, die Farbe kommt dann, Cranberry wird schön rot, das Ding. Zitronensaft, ein bisschen Säure, aber Ginger Ale auch ein bisschen fürs Kribbeln so. Ich verstehe Love Potion, ja, so rot, kribbelnd, wärmend. Kann ich gut, ja, der ist ein guter. Das ist gut. Genau das gleiche wie beim anderen. Cocktail zur Hälfte mit Eiswürfeln, vielleicht ist alles so ein zusammen rein, schütteln, fertig. Macht man einen Cocktail vielleicht immer in einem Eisstecker, wo man die Hälfte mit Eiswürfeln macht? So grundsätzlich, so ist das vielleicht so eine grundsätzliche Regel. Nee. So, Love Potion. Ach, wieder Wodka. Wieder mit Wodka. Cranberry-Saft. Ginger Ale. Das klingt irgendwie voll strange. Himbeeren oder Zitronenscheibe zu Garnitur. Okay. Ich bin ja, ich weiß nicht, wie es bei dir geht, Paul, ich bin ja tatsächlich gar kein Fan von so diesen typischen Saftcocktails, so wie du sie kennst, so aus den typischen Cocktailbars. Ich bin ja so ein, ich liebe ja klassische Cocktails und so, weißt du, so einen richtig guten Whisky Sour oder Old Fashioned oder, weiß ich nicht, sowas in die Richtung, da bin ich eher zu Hause. Wie ist es bei dir? Mhm. Ich hab da immer so gemischte Sachen, also meistens ist es einfach ein um Gottes Willen, Moskau Mule. Mhm, mhm. Aber es gibt auch Momente, da mag ich, da hätte ich gern was Süßes. Da nehme ich auch den Strawberry Kiss oder so. Alles und klar. Da bin ich zu Hause. Ja? Sheldor schreibt übrigens, so ein Geschlechtsverkehr am Wattenmeer ist schon nice und geht eigentlich immer klar. Das ist Sex on the Beach, ne? Geschlechtsverkehr im Wattenmeer. Aber ein lustiger Name dafür. Ich brauche noch einen Namen von dir. Du wohnst auf einer Insel. Ja. Und du bist ja auch ganz schön alleine. Hey, ich habe viele Freunde. Ja, aber ich meine, auf der Insel selber sind ja nicht so viele Menschen. Ja, weniger als in Berlin auf jeden Fall. Du meinst weniger als in dem Umkreis von 500 Metern. Und ich dachte mir auf jeden Fall, was ist so, wenn du so abends mal da sitzt, Alfred hat Feierabend. Hat er einfach gerade eiskalt gesagt, du hast da keine Freunde? Einfach so. Kann man so interpretieren. Du bist ganz allein auf deiner Terrasse und dann ist man so wehmütig, so. Mhm. Deswegen, was mit dem Lonely Island? Lonely Island, in meiner Fantasie hat er jetzt richtig... Auf jeden Fall ist eine Zutat dick in the box, oder? Bei Lonely Island.
Bitte, bitte sag mir, dass du den Witz verstehst, sonst ist es jetzt sehr weird, Paul. Ja, wegen der Band. Ja, danke, okay, du. Ich will Alkohol einfach nur. Oh. Weißer Rum. Kokosnussrum. Boah, guck mal. Ist bei dir in der Box. Orangenlikör, Zuckersirup. Ja, wir hatten nur gerade zum ersten Mal gut pausiert, dass ich dachte, vielleicht denken wir jetzt darüber nach, was für Inhaltsstoffe sind. Deswegen war ich ein bisschen abgelenkt. Aber oh, Mother's Day ist auch so stark gewesen. Ja, tatsächlich. Chronicles of Narnia war aber auch sehr stark. Wobei das war. Ja, eigentlich war jeder Song stark. Ja. Wobei das war noch Saturday Night Live. Das war ja nicht Lonely Island. Aber ja, hier, dass Lonely Island tatsächlich am Ende so ein tropischer Cocktail wird, das war ja fast schon abzusehen. Ja. I'm on a boat. Ja. Der letzte, den ich gerne machen würde, das geht in Gedenken an eine unserer D&D-Runden, denn da konntest du dir in jeder Taverne den stärksten Cocktail bestellen, der Drachenarsch heißt. Drachenarsch. Nochmal. Ich bin gespannt. Drachenarsch, okay, der wird scharf, oder? Tabasco? Tomatensaft, sowas? Sellerie? Natürlich. Tequila. Tequila. Okay. Jalapeno-Pfeffer. Entkernt. Ja. Jalapeno-Scheibe oder Limettenscheibe für die Garnitur? Boah, Jalapeno-Scheiben. Jalapeno-Scheiben. Der klingt jetzt aber wieder, also ich bin normalerweise gar kein Fan so von Bloody Mary und Mexikaner, das ist gar nicht meins, aber ich bin erstaunt, wie gut ChatGPT da Cocktails tatsächlich mit Sinn auch hinkriegt. Den kann ich mir vorstellen, dass der ganz geil ist. Also so Tequila Control und so ein bisschen eine Schärfe drin, weiß ich nicht. Der brennt zweimal, ja, das glaube ich auch. Das schon, aber es könnte interessant sein. In ein Cocktailglas zerstoßen Sie leicht, um den Geschmack freizusetzen. Und dann füllst du... Achtung! Die machen die auch noch. Aber die Sache ist, sie müssen ja erst die Rezepte eingeben, dann können sie die Zutaten kaufen, weil sie können ja nicht einfach alles haben. Gut, und wenn du bei... Manche Menschen haben ich das alles. Ich wollte das nur gerade, weil im Chat gerade die Frage kam, ich dachte, die machen davon auch welche. Ja, die machen auch noch welche. Würzigung kann sehr scharf sein. Bin gespannt. Okay, und jetzt schreiben wir dir noch mal unsere Einkaufsliste, oder? Kannst du uns eine Einkaufsliste schreiben? Natürlich. Du hast eine Legende. Schreib das was? Ja. Viel Spaß beim Cocktailmixen. Ja, Hammer. Dann gehen wir jetzt kurz einkaufen. Er schreibt dir sogar noch dazu, dass du die Utensilien mitnehmen sollst und so. Ist gut. Stilige Art und Weise. Später. Hast du gute Cocktail-Utensilien zu Hause? Ich habe einen so ein Cocktail-Mix-Set. Okay. Das habe ich sogar, glaube ich, im Büro, aber so ein Standard-Ding. Ja. Oh, okay. Ich habe also mal. Ich habe nur mal... einen Shaker, einen Stampfer, so einen Holzstampfer. Oh. Das ist schon eine gute Ausstattung. Dieses Mixer-Teil, dieses fancy, was so schaumig machen kann, das ist auch dabei. Und das war's, glaube ich. Okay. Ah, ich habe eine ganz gute Ausstattung. Ich habe mal viel Geld bei, ich glaube, Barstuff hießen die oder so. Da habe ich mir mal echt eine gute Ausstattung geholt. Ich hatte da immer Bock drauf. Aber die Wahrheit ist, ich habe einen gesamten Schrank voll mit Alkohol. Den du nie trinkst. Nix. Ich trinke zu Hause. Ich habe noch nie, also wirklich so null. Es sei denn, es kommen mal Leute vorbei und man bietet was an, aber so an sich über, ich weiß nicht, warum ich es habe. Und ich bin, glaube ich, bei mir wird halt Bier schlecht. Das ist so, ja gut, das kenne ich, würde bei mir auch schlecht werden, ja. Es funktioniert nicht. Wir sind wieder zurück. Wir haben ein Einkaufen und haben unendlich viel Alkoholisches geholt. Und inklusive einen Stößel. Wir wissen noch nicht, wofür wir ihn brauchen. Wir müssen die Jalapenos später zerstößeln. Ach ja, stimmt. Aber wir sind jetzt erstmal Banger Race. Wir sind erstmal Banger Race und wir haben keinen Cocktail-Checker gefunden. Das ist eine extrem coole Jacke, die sie anhat, finde ich. Aber wir haben hier so gedacht. Oder? Ey, ich finde, ich muss mich jetzt. Ja, die Jacke ist cool. Aber ich muss jetzt mal ganz kurz zwei Sachen machen. Einmal Dennis. So. Ich gucke gerade mit Olli zusammen im Stream dein Video mit Anni und ich bin enttäuscht darüber, wie wenig Geld ihr für diese Getränke und die Materialien ausgegeben habt. Liebe Grüße, Paul. Kann ja gar nicht. Und diese gleiche Nachricht schicke ich jetzt noch Anni. Ist da hinten Sambal Oleg oder so? In dem kleinen roten Glas, das wäre ja wild. Liebe Anni, ich schaue gerade mit Olli im Livestream das Video mit dir und Dennis zum Cocktailmixen und ich bin enttäuscht, wie wenig Geld ihr für die Inhaltsstoffe ausgegeben habt. Liebe Grüße, Paul. Kannst du ihr noch hinterher sagen, die müssen auch mal an ihre Vorbildfunktion denken? So. Mensch. Ich bin mal gespannt, ob es irgendeine Reaktion darauf gibt. Ja, ist gar kein Problem. Cocktailshaker zur Hälfte mit Eiswürfel füllen. Ja. Sowas, oder? Ja, Hälfte, sagen wir. Roundabout. Jetzt müssen wir die Sachen nur kalt machen, darum geht's ja. Ja. Okay, 45 Milliliter Wodka.
Bei uns, also bei Pizza mit Koch, probiert Sebastian ja immer die alkoholischen Getränke. Echt? Immer. Dann probier mal. Der ist warm. Das wird gut sein. Okay. Das wird nicht gut sein. Mmh. Lecker? Was ist das, Smirnoff? Smirnoff. Ja. Boah, leck mir am Arsch. Nee. Das glaube ich, guck mal, nee. Das würdest du mir nicht antun. Alkoholkonsum. Das ist nicht gut, Gum. Was ist nicht gut? Wenn man zu viel Alkohol trinkt. Wie geil ist die Kleine denn? Das ist ja mega. So. Eins, zwei, drei. Das ist dieses Meme. Two Shots of Vodka. Ja, Two Shots of Vodka. Ja, man kennt. Limettensaft. Bist du Limettensaft? Ja. Zweimal. Ah, Leute. Zwei. So. Orange. Also immerhin kein Konzentrat. Das muss man sagen. Das ist in dem Glas ist schon wenigstens ordentlicher Limettensaft. Aber es, ich gebe euch wirklich den Tipp, wenn so ein essentieller Bestandteil in einem Cocktail sowas ist, kauft euch eine Limette. Holt den Saft da raus. Es gibt sogar übrigens richtig geile Tricks, wenn man kann. Und vor allem benutzt dann auch die Schale. Das macht so einen Unterschied. Schnicke. Die will ich probieren. Contro? Also Dennis weiß nicht, was es gekostet hat. Er hat es nicht geholt. Also, er hat es nicht bezahlt. Alles klar. Ja. Ich bin gespannt auf ihre Reaktion. Das ist Contro und ich, der ist pur nicht so geil. Der riecht aber auch nicht so, als wenn er direkt in die Fresse tritt. Ach, 40%. Ich bin aber nicht auf 40%, wenn ich ehrlich bin. Boah. Bist du besoffen, bevor der guckt, der überall steht? Den kann man so trinken. Ja, aber der hat trotzdem diese Alkohol. Boah. Ja, jetzt langsam kommt die Wärme auch hinterher. Ich bin schon so am Zittern. So ganz leicht so. Und dann brauchen wir noch Cranberry-Saft. Ja, komm, den müssen wir auch probieren. Schmeckt halt nach 100% Direktsaft von Cranberries. Das ist halt süß ohne Ende, ne? Das ist richtig blubbersüß Cranberry-Saft. Ganz trockene Hinternote, wo du direkt denkst, so deine Zunge, das wart jetzt, die ist einfach trocken. Nee. Du hast gerade was getrunken, aber es ist trocken. Ja, aber mein Mund ist nicht nass geworden. Genau, so. Mhm. Ein. Oder ist der sauer? Weiß gerade gar nicht. That was it. Da müssen wir jetzt shakern. Meine sehr geehrten Damen und Herren. Geh lieber weg. Ich weiß nicht, ob das bitte funktioniert. Ich will gar nicht. Ja, wie viel Angst Dennis hat, ist fantastisch. Gerne. Ich mach das, Bram. Ist okay. Pass auf, ich zieh jetzt meine Jacke aus. Nee. Bereit? Ey. Es läuft überall raus? Ja, ich würde sagen, das passt, oder? Also. Der Banger-Race, liebe Freunde. Ein bisschen, nee, noch nicht. Nehmen Sie den Deckel des Shakers ab, hast du gemacht, und gießen Sie den Cocktail durch ein Bar-Sieb in ein gekühltes Cocktailglas. So. Ach, natürlich. Ich frage mich aber, warum das jetzt so wichtig ist, dass das so ein Sieb ist. Diese Eiswürfel daraus zu filtern. Ein Bar-Sieb. Und dann haben wir, garnieren Sie den Banger Race Cocktail mit einer Limettenscheibe oder einer Orangenscheibe. So. Das ist so hässlich. Wow. Ja. Also, wer drauf gesquirtet hätte. Alter, das sieht aus. Auch so diese Orange ist so traurig. Ja. Der Banger Race. Frag mich, warum jetzt genau diese Zutaten für den Banger Race ausschlaggebend waren. Das weiß ich auch nicht. Weißt du warum? Warum? Wegen Race. Limette ist grün, Orange ist orange und da ist noch Dingens Cranberry drin, also rot. Ampel. Die Ampel bei einem Race. Der wird schon bang. Wahrscheinlich. Ist mir ein Ticken zu sauer. Aber ich finde den nicht schlecht. Wenn ich den jetzt Serviet kriegen würde, ich würde den austrinken. Ja, natürlich auch. Also ich würde sagen, Prädikat trinkbar ist von den bisher gemachten der beste. Lustig. Die Nummer 2. Love Potion. Ja, Wodka, Himbeersirup. Bin ich übrigens ganz, ganz vorne mit dabei. Großer Verteidiger, den Depp zurückzubringen. Ja, ganz, ja, ganz, du. Ganz, ganz. Ich hab ihn nie weggehen lassen, ne? Du weißt ja, ich dabbe super viel noch. Ich auch. Ich dabbe aber in so ganz komischen Situationen. Ja. Das bin ich da. Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt, Na komm. Das ist nicht gut, Gum. Himbeersirup? Alter. Alter, wie süß kann etwas sein? Wie konzentriert kann eine Frucht es ist werden? Sirup. Ja. Das ist wirklich so. Es ist einfach in meinem Mund. Ich muss dir vorstellen, so, als wenn Sache jemand sagt: Himbeere, kein Problem. Hier nehmen diese 500 Kilo, ich presse hier auf diesen Ort und das schiebt dir dieses einfach in den Mund. So schmeckt das ungefähr. 45 Milliliter Wodka. Okay. Alles Wodka-basiert bei den beiden, ne?
Schmeckt jetzt ganz anders. Außer der Tequila. 30 Milliliter Himbeersirup. Oh mein Gott, bin ich schon betrunken? Scheiße. 30 Milliliter. 30 Milliliter. Himbeersirup. Zweimal. Zweimal. Ich hab nur eine Bier getrunken. Das ist echt viel, wa? Was für eine Viskosität das auch hat. Cranberry-Saft einmal. So richtig zähflüssig. Ja. Oder? Zitronensaft einmal. Das wird auch wieder so richtig sauer, ne? Erstmal alles rein. Oh. Jetzt rühren und dann mit Ginger Ale auffüllen. Rühren? Mensch, dafür hätte noch einen Löffel nehmen können. Jetzt dann füllen wir Ginger Ale auf, 90 Milliliter. Okay. Chefkoch Brammo. So. So nämlich. Voila. Sieht schon besser aus als der davor. Ja, ja, die Garnitur war. Sieht gut aus. Also, so von der Optik würde ich sagen, zum Drink wäre jetzt nice. Wenn einer irgendwo sitzt und so in der Bar, was findest du denn da? Also, das wäre so eine. Ja, dann aber bitte auch aus einem schöneren Glas, oder? Also so ein Drink würde, glaube ich, in einem Tumbler ein bisschen hübscher sein und dann kannst du da noch ein bisschen was machen und dann immer nicht so viel rühren. Die Frage wirklich so, der sieht nice aus. Der blubbert auch so ganz leicht aus der Distanz, das mag ich ja persönlich. Ja, ich würde mal sagen, also ich bin jetzt mal ehrlich, ja, ich weiß auch nicht, ob das jetzt zu viel ist und falls ja, rüge mich bitte, Anni, aber das, ich würde sagen, das ist eine Airbnb-Wohnung, wo sie jetzt einfach in der Zeit, als sie in Berlin war und sie hat das genommen, was da ist. Ach, ja, ja, klar, also, logisch. Ich sag nur, er würde noch besser, weil ich bin bei den beiden, der sieht farblich, das ist ein schöner Cocktail. Ich finde auch, der sieht gut aus. Der würde in einem Tumbler aber noch geiler aussehen tatsächlich. Ja? Also das Glas tut dem gerade leider keinen Gefallen, wie hier Dingsy sagen würde. Tut nichts für den Drink. Ja. Wie heißt er? Ich habe seinen Namen vergessen. Mode, Berliner Mode-Guru. Guido. Ja, Guido Maria Kretschmer. Guido, genau. Maria Kretschmer, ja, genau. Ja. Danke, danke. Ich eh immer. Mit dem habe ich noch was vor übrigens. Erzählen Sie mir mehr. Den finde ich geil. Der ist lecker. Der ist richtig lecker. Richtig süß, aber gar nicht zu süß. Nee. So ein bisschen Säure, aber nicht so sauer wie der. Ja. Der ist geil. Also der ist auf jeden Fall für mich vor dem. Mhm. Das war jetzt die Love Potion, ne? Hier, das Ding, was so schön rot, ne? Sieht man? Prickelig, leichte Schärfe. Und auch, vielleicht. Ich bin nicht so ein Ginger Ale an. Aber der ist geil. Also man schmeckt auch den Wodka nicht so raus. Gar nicht. Ich schmecke den Wodka gar nicht raus. Und dementsprechend könnte es auch sein, dass man am Ende des Abends einen kleinen Schwips hat, obwohl man es nicht gemerkt hat. Ja. Für 14 Euro das Glas. Geil. Dann haben wir als nächstes hier den Lonely Island. Oh Gott. Oh Gott. Bacardi pur. Nee. Oh, das ist so schlimm. Bah. So schlimm? Der geht gar nicht. Boah. Das geht höchstens mit Cola oder so. Aber Bacardi darfst du auch, wenn du älter bist als 16, nicht mehr. Darfst du nicht mehr trinken. Man sollte generell nicht mit dem Alter Alkohol trinken, aber. Nee. Ich hab's dir übrigens bei WhatsApp geschrieben. Du, guck mal, Bartender. Um die Leute noch mehr zu stressen. Bartenderblume schreibt gerade, Drinks mit Sirup müssen geshakt werden. Bartenderblume, sehr gut, schön. Ich nehme deinem Namen, dass du das weißt. Deswegen ja, nehmen wir das mal einfach für voll. Bah! Desinfektionsmittel. Ja. Bah, das ist gerade in der Zunge, war auch nicht schrecklich. Also mach mal hier dreimal davon rein. Eins. Zwei. Da macht zumindest ein schönes Schüttgeräusch. Ja, wirklich. Dafür, dass halt nur 15 Milliliter sind, hört sich dann an, als wenn das so ein Liter wäre. 30 Milliliter Kokosnuss rum? Oh nein. Der ist doch mega. Ja, riecht auf jeden Fall besser. Kokosnuss rum? Mhm. Dass sie den aber auch gefunden haben? Kokosnuss rum? Also hätte ich jetzt gedacht, das ist hier Malibu. Malibu ist doch so ein Kokosnuss rum, oder? Ja, aber ich glaube, Bacardi hat auch alle Geschmacksrichtungen inzwischen. Probieren. Ich glaube, ich würde. Das riecht wie, hattet ihr damals auch in der so Teenie-Zeit so eine Kokosphase, wo euer Shampoo, euer Deo, euer Parfüm alles nach Kokosnuss gerochen hat? Ich komme aus Neukölln. Bin zu einer Zeit groß geworden, als das Kokoswachs ganz groß war. Und bei uns war das halt so, dass eigentlich. Wir waren, würde sagen, 70% männlicher Anteil in der Klasse. Die haben alle Kokosnusswachs drauf gehabt. Es roch teils so penetrant nach Kokoswachs in den Räumen, dass ich da zum Glück immer sehr, sehr geheilt war von. Also ich habe das Zeug selber nicht benutzt, weil ich davon echt die Schnauze voll hatte. Friend im Hintergrund nicken. Das ist so ein Mädelsding. Irgendwann hat es so eine Phase, wo alles nach Kokos gerochen hat. Ich habe mich gemutet. Das ist kein Kokos, das ist kein Mädelsding.
Kann ich auch direkt sagen. Ja, nee. Also ich hatte auch schon mal Kokos-Shampoo und so. Ja, ich mag das prinzipiell ganz gerne. Ja. Ja. Also ich finde ein bisschen strong, um den so zu trinken, aber einfach mit, ich glaube, wenn man den selbst mit purem Wasser verlängern würde, wird das schon reichen, um den wegzumachen. Wie viel denn? Morgen zwei. Also dieses Hörgeräusch, ich weiß gar nicht, ob kriegst du das eigentlich mit? Das klingt satisfying. Das ist mega satisfying dafür, dass es 15 Milliliter sind. Ananassaft? Ananassaft. Bist du ein Ananas-Fan? Ananassaft ist mega. Ja. Ach so. Zwei. Das sollen wir jetzt wirklich da reintun? Ja. Ja, nicht so hoch allergisch. Meine Zunge schwillt ein bisschen an. Ich kann ein bisschen schwer atmen, aber nicht jetzt schlimm. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Übrigens, Freunde, weil ganz viele Menschen glauben, dass sie eine Ananasallergie haben. Ich meine jetzt damit nicht Anni, hat sie vielleicht wirklich. Aber das Kribbeln, was ihr verspürt, wenn ihr Ananas gegessen habt, das ist keine Allergie. Das geht auf ein Sprichwort zurück. Wenn du Ananas isst, dann isst Ananas dich. Denn da ist ein Enzym drin, was euch verdaut. Aber nicht jetzt schlimm. Es ist so wenig Saft und so viel Alkohol. Es ist einfach durchsichtig. Ja, da kommt ja noch Limettensaft jetzt. 15 Milliliter. Einen. Und ich finde, das ist auch schon genug Saft. Lass uns doch noch mal 15 Milliliter Orangenlikör reintun. So, damit man das trinken kann. Noch mal einen einfach Zuckersirup. Ja, guck mal, aber das hat auch diese geile... diese Creamigkeit, ich weiß nicht. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Guck mal, shaken geht doch, Dennis. Der Lonely Island, liebe Freunde. Sieh doch, das hübsch aus. Endlich, guck mal, da ist so ein Tumblr. Nicht der schönste, aber ist das alles da. Das ist wirklich, ich weiß, wie viel Alkohol da drin ist. Das ist nur Alkohol. Die besten Drinks bestehen nur aus Alkohol. Also die Kokosnote macht's geil. Bin ich leider ehrlich. Ich finde den auch lecker. Ich auch. Ich finde den gar nicht so stark. Nein, man merkt, dass er stark ist, aber der schmeckt nicht scheiße stark. Ich bin gut stark. Nee, der ist so wirklich so. Das ist so aber so ein Getränk, von dem musst du auch Angst haben. Mhm. So, du trinkst ihn so in der Welcher Drink war das jetzt nochmal vom Namen her? Lonely Island. Lonely Island, ja. Ach, denkst du dir so? Wo bin ich? Ja, Mann. Bestell mir noch einen zweiten. Dann ist auch vorbei. Dann ist auch vorbei. Wirklich. Ich fand den aber jetzt. Also ich finde den besser als den Banger Race, auf jeden Fall. Der Banger ist aber zu sauer. Ja. Davor schon mal lecker, aber auch sehr süß. Ja. Ich finde, der ist eigentlich ganz geil, weil er so ein bisschen cremig ist, so, dass er so milchig ist, wie so ein Pina Colada. Ja, obwohl er keine drin ist. Schmeckt trotzdem cremig. Das ist unsere vegane Variante. Es lag übrigens am Shaken. Auch, wir stellen hier hin auf die 1 setzen. Ist das in Ordnung für dich? Ja, ja. Okay. Jetzt haben wir den letzten, den Drachenarsch. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, den Drachenarsch. Jalapenos. Das ist alles. Tequila, Orangenlikör, Limettensaft, Zuckersirup, Jalapenos. Und Salz. Salz. Ja. Dann nehmen wir jetzt mal hier die Jalapenos. Oh ja, stimmt. Und oh Gott, kriegst du das auch? Stimmt. Dafür brauchen wir den Schlüssel. Endlich kommt er zum Einsatz. 3 bis 4 nehmen wir hier raus. Hola. So, jetzt darfst du da einmal reinstößeln. Dennis darf einmal reinstößeln, alles klar. Also, vielleicht sollten wir beim nächsten Mal ChatGPT sagen, mache ein ansehnliches Cocktailrezept. Oh. Das sieht aus, keine Ahnung, als wenn entweder meine Patentochter da reingeschissen hätte. Oh nein. Von der Konsistenz. Das sieht schon lange nicht mehr so aus, Dennis. So round of kommt da ein Eiswürfel rein. Guck mal, wie der so gebettet ist. lecker. Frozen Poo nennen wir ihn auch. Tequila! 45 Milliliter. Ja, er hat einfach meine Tochter gebissen. Was für Tequila schmeckt? Boah. Gibt's irgendeine Tequila-Mark? Ich kenne nur jeden, der so... Tequila. Ist so eine Sache für dich. Aber wenn du den Tequila, den Dennis da an der Hand hält, kaufst, dann trinkst du im Grunde keinen Tequila. Reagiert wie du, weil ich auch so reagiere. Man hatte so ein Erlebnis in seinem Leben, wo Tequila... Es gibt richtig, richtig... Es war trotzdem immer Tequila, die einen getötet haben. Und, ja, weil das der Fusel ist, Mann. Ja, aber du hast ja von allem kriegst du in der Jugendzeit und Studentenzeit und so, hast du nur Fusel bekommen. Ja, natürlich. Die Shots haben maximal 1 Euro gekostet. Ja, ja? Sorry. Also, ja, ich bin da voll bei dir. Und dann ist es Sierra, aber dann ist es bei Wodka, ist es dann auch die Kaiserkrone und dann ist es die Goldkrone. Goldkrone, und so. Natürlich. Aber Tequila hat immer gekillt. Ja, das ja. Aber ey, hast du schon mal einen richtig guten Tequila getrunken? Ja. Habe ich. Hast du? Ist ein Unterschied, ja, ja. oder?
Ist ein extremer Unterschied. Mhm. Aber trotzdem ist Tequila für mich auch genau durch so ein Kind, also durch ein Kindheitserlebnis, wollte ich jetzt fast sagen, durch so ein jungen Erwachsenenerlebnis einfach auf der toten Liste. Ja, es gibt so ein paar Drinks, die sind bei mir definitiv auf der toten Liste. Wir haben ja, also bei uns fing das ja mit dem Saufen an, bevor so Alkopops modern wurden, so Bacardi Breezer und Bacardi Rigo und wie die alle hießen. Bei uns war tatsächlich Nordhäuser, ne, diese ganzen Kirschliköre und Erdbeerliköre und den ganzen Scheiß, den es da gibt. Mhm. Hier, kleiner Feigling vor allem, gab es bei uns viel, kann ich bis heute nicht mehr riechen, kriege ich direkt einen Würgereiz von kleiner Feigling. Aber das waren so die zwei Sachen, die es bei uns recht viel gab. Boah, kann ich beides nicht mehr so, weißt du? Boah, ja. Smirnoff Eis, genauso, der ganze Scheiß kam dann später noch, ja. Das war ja dann alles noch entspannt, das hat ja kein Alkohol. Rigo, da, ja. Das Zeug war gar nicht geil, ne? Gerochen habe. Weiß bis heute nicht, was das war. Oh. Aber es schmeckt dir gut. Weiß keiner, glaube ich. Der, war ein Gott, der wird furchtbar. Scheiße, das wird schrecklich. Guck dir an, wie der da aussieht. Kennst du diese Horrorfilme, wo dann irgendwie so Gehirn oder so, so oder irgendwie so alte Flüssigkeiten drin sind? Limettensaft? Limettensaft, jawohl. Zweimal. Auch zweimal. Einmal zu Cassio. Noch eine Prise Salz drauf. Alter, der sieht aber auch nach Drachenarsch aus, ne? Darf ich sagen, dass ich jetzt schon nicht überzeugt bin? Das ist halt Drachenarsch. Mutter Rot heißt immer so schön, oder? Das ist alles. Das ist nur Zitrone und Jalapenos. Und Alkohol. Sieht aus wie Abwaschwasser oder so. Bäh. Ja, komm, was soll's. Was soll's, ne? Okay. Dennis. Ist doch schön, dich kennengelernt zu haben. Boah, der sieht so scheiße aus. Ich hatte wirklich Spaß heute bei diesem Dreh. Okay, komm. Das ist scheiße, ich dachte. Ist halt scharf, aber? Ist halt ein bisschen scharf, aber... Keiner geil. Nee, aber ist auch nicht so... Ist nicht eklig, ich finde ihn gar nicht eklig. Nee, das spielt gerade mit meinen Gefühlen so ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil die Erwartungshaltung, wenn du den Cocktail so siehst, würdest du sagen... Ich war auch komplett bereit, den auszuspucken gerade. Ja, ich auch. Ich war komplett bereit auf... aber ich bin... Und dann war so... Wow, also ist jetzt nicht der geilste Scheiß, aber... Aber ich bin gar kein Scharf-Fan, aber ich finde das und hier... Und kein Tequila. Aber ich meine, ich bin den Tequila nicht. Und? Die Jalapenos gehen eigentlich klar. Voll klar. Ich habe sogar 4 reingeschaltet statt 3. Also ich finde den noch besser als den Banger Race. Ja, genau. Ich wollte auch sagen, ich würde ihn auf Platz 3 tatsächlich setzen. Und ich weiß, damit hat jetzt niemand gerechnet mit dem Drachenarsch. So, 1, 2, 3, 4. Der ist wirklich geil. Die sind beide wirklich geil. Die sind beide geil, ja. Ich fand den noch müh geiler als den. Der war schon süß. Ja, genau. Ich wette, Love Potion hätte gewonnen, wenn sie ihn geshakt hätten. Nee, ich glaube, Lonely Island war einfach prädestiniert zu gewinnen. A, schönes Glas. Und ich glaube auch, dass der Drachenarsch viel beschissener geschmeckt hätte aus einem anderen Glas. B, okay. Du siehst es ja oben schon, an dem dichten Schaum, der noch da ist, diese Cremigkeit, die da reinkam. Ich glaube, das ist wirklich stimmt. Klar, dass der safe gewonnen hat. Das ist halt einfach ein schönerer Cocktail, einfach ein bisschen feiner. Ein bisschen mehr Alkohol, doch, du hast recht. Aber wahrscheinlich wäre es so ausgegangen. Wie alle guten Cocktails halt einfach. Nicht viele Zutaten, gutes Spiel aus Säure und Süße, das ist alles, was wichtig ist. Ja. Aber da kannst du wirklich auch so den Abend mit genießen. Aber auch optisch hat der Drachenarsch eigentlich vollkommen verloren. Ja, ekelhaft, Alter, sieht aus wie Abwaschwasser. Also die letzten beiden, auch der auf Platz 4, der sieht halt echt aus, einfach wie reine Chemie. Aber ich schwöre dir, ich habe auf YouTube so ein paar Kanäle. Zum Beispiel so ein Japaner, der ständig Cocktails mixt. Der geilste Kanal, die machen richtig schöne Sachen so. Der könnte mit denselben Zutaten, würde der dir da einen Cocktail hinballern, wo du denkst, so, das ist der schönste Cocktail, den du je gesehen hast. Ja, ja. Das ist halt immer auch so ein bisschen Präsentation. Ja, das stimmt. Davon willst du einen trinken und so, dann bist du dann beim zweiten sagst du, ich brauche ein anderes Getränk, weil es mir zu viel süß. Ja, für die Fülle. Aber so den da, das ist dann so, du bestellst und alle sind so, hey, what the fuck? Und dann lässt du alle mal probieren und alle sind so, ja, es brennt jetzt auch nicht im... Nee. Ist voll okay. Wir sind schockiert. Das war's. Das war lecker. Und aufregend. Zum Teil. Ja, aufregend war es komplett. Zum und Teil spannend. Lecker. Ich hätte es nicht gedacht bei manchen Sachen. Also ich fand die Idee cool. Danke für die Idee, die ist wirklich nice. Ansonsten schickt doch gerne ab. Ram, Teil von Peace, wir kennt ja alle. Ja. Mein Gott, kennen wir alle. Guck mal an die Nachrichten von mir, die streamen Valorant. Ich stream Valorant. Tschüss. Oh mein Gott, ich bin low-key betrunken. Katastrophe. Ist egal. So. Ja. Ja.
Lass jetzt, kann man hier auch, hier Partnerschaft, jetzt Mitglied werden. Nee, kann man nicht, aber ihr könnt abonnieren. Hey. Ja, super Like. Das gibt's? Super Thanks, ja, heißt das. Alles klar. Yes. Hey, aber ihre Thumbnails sind auch anders wild, du. Was ist denn da los? Ja, das ist alles besonders. Ja, mega. Sehr gut, auch das Drachenarsch-Thumbnail ist toll. Gefällt mir sehr gut. Ja, vielen Dank für dieses unterhaltsame Video. Vielen Dank auch an ChatGPT für die Rezepte. Drachenarsch sah sehr vielversprechend aus, muss ich sagen. Freunde, schaut gerne bei uns auf dem Kanal vorbei. Wir mixen zwar keine Getränke, aber wir testen auch regelmäßig Lebensmittel. Wir haben zum Beispiel kürzlich erst den großen Schokopudding-Test gemacht. Ja, Mann. Gönnt euch den mal, der war fantastisch. Bis gleich. Gleich.